Ein Abend mit ausschließlich langsamer Musik. Im Frankfurter Nachtleben eine Rarität, behaupte ich. Vor 8 Jahren dachte sich Schnulzen-Spezialistin Stella Friedrichs, wie wäre es mit einem Engtanzabend? Seitdem gibt es diese Engtanzabende an verschiedenen Locations. Diesmal passte das Logenhaus Frankfurt ins Konzept. Sag mir wie soll ich diesen Ort beschreiben? Ganz einfach. 20er- und 30er-Jahre-Stil und tief romantisch. Also früher hat man ja eng getanzt, so hießen früher eben die Blues-Partys, wo man einfach in Umarmung getanzt hat. Ja, und so kam einfach die Idee, dadurch, dass ich die Musik sehr mag, habe ich mir überlegt, einfach Leute dazu einzuladen und meine Musik zu spielen und gucken, was passiert. Genau das Gegenteil der heutigen Zeit. Kein Elektro, kein Hip-Hop, kein Wildes, sondern so richtiger Engtanz. Wenn du, also ich habe dich eben beobachtet, ein bisschen wie du auflegst und dann die ganzen Pärchen, die da so romantisch zueinander stehen. Was gibt dir das Gefühl, wenn du da so zuschaust und die Musik kommt an? Ja, das freut mich, weil das ist ja genau der Sinn. Also es geht um Gefühle wecken. Also die Musik, die ich auflege, ist sehr gefühlvoll. Die weckt Erinnerungen und versetzt einen einfach in eine romantische Stimmung, hoffe ich. Auch ohne Tanzkurs darf Mann und Frau sich trauen, auf französische Chansons oder deutsche Klassiker ganz nah zu tanzen, inklusive Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Ein wahrer Genuss für so manchen Gast. Zu Hause haben wir solche Musik nicht, wir haben andere, aber wir tanzen zu Hause auch. Mhm. Sogar auch eng. Auch eng, genau, ja. Ehrlich gesagt sind wir ziemlich unvorbereitet hier. Wir haben vom Bekannten gehört, hier gibt es was. Tanzen im Wohnzimmer? Aber ich sage, gehen wir mal hin, ja, ist schön. Das nostalgische Wohnzimmer hat übrigens auch einen Outdoor-Bereich und für kulinarische Spezialitäten ist auch gesorgt. Das Logenhaus ist im Endeffekt eine Institution primär für Kulturinteressierte. Also wir haben vor, einige Veranstaltungen hier zu machen in Zukunft. Also zum einen wie heute Abend der Engtanzabend. Einige Kulturveranstaltungen wie Filmabende, alte Filmklassiker wollen wir gerne zeigen. Dann darüber hinaus im Endeffekt 20er, 30er Jahre Partys, eventuell auch Partys im Stil so ein bisschen Grammophon, DJs eingeflechtet mit Singleabenden. Und vieles anderes. Sag mir wie, fang ein kleines Glück ich ein. Sag mir wie, kann der Liebe nah ich sein. Sag mir wie, wird aus Tränen Sonnenschein. Ich weiß wie, einfach eng tanzen.